rein in die zweite Folge des Kastenratsch, dem neuen JanTV-Format zusammen mit unserem Partner Bischofshof. Gast in der zweiten Folge ist Jan Elvedi, unser Innenverteidiger. Hallo Jan. Hallo Hannes. Jan, kurzer Einblick in die Länderspielpause. Ihr hattet das Wochenende frei, Montag, Samstag, Sonntag. Hattet am Freitag noch ein internes Testspiel und seit Montag läuft die Vorbereitung auf das Spiel gegen Erzgebirge Aue. Wie sieht es aus bei euch? Ein kleiner Einblick in die aktuelle Situation. Ja, wir sind voll im Trainingsrhythmus drin, haben gestern zwei intensive Einheiten gehabt und bereiten uns gut vor auf das Spiel am Sonntag, wollen da die nächsten drei Punkte einfahren. Wir haben natürlich wieder einige Fragen eingeholt von den Fans, die wir dir stellen. Du bist jetzt seit einem Dreivierteljahr in Regensburg. Genau. Wie gefällt dir Regensburg, beziehungsweise auch das Umland? Du wohnst ja 15 Kilometer entfernt von Regensburg. Genau, ja. Also es gefällt mir sehr gut hier. Auch ich wohne ja in Schierling und in Schierling gefällt es mir auch sehr gut. Es ist ein kleineres Dorf, aber wunderschön da. Und auch in Regensburg konnte ich bis jetzt das, was ich sehen konnte, viele schöne Orte sehen. Klar will ich da noch ein bisschen mehr entdecken. Ist momentan ein bisschen schwierig mit der ganzen Situation, aber dazu werde ich noch kommen, denke ich. Gab es schon so einen kleinen Kulturschock hier in Bayern für dich, vor allem in der Anfangszeit? Kulturschock eigentlich nicht, weil ist ja Deutschland, Schweiz ist doch auch noch ähnlich. Ist jetzt nicht so, dass da irgendwas komplett anders ist. Klar, bei der Mülltrennung habe ich kurz große Augen gemacht. Da habe ich schon gedacht, okay, wow, hier wird der Müll wirklich sorgfältig getrennt. Das ist in der Schweiz nicht so. Aber ansonsten nichts Großes, also wirklich. Verstehst auch alle deine Mitspieler, aber auch den Verkäufer beim Bäcker zum Beispiel, der Oberpfälzer Dialekt, wie läuft es mit dem? Ja gut, also ich musste mich am Anfang schon sehr eingewöhnen, also ich musste mich konzentrieren, wenn da wirklich jemand richtig bayerisch geredet hat, aber mittlerweile komme ich auch damit sehr gut klar. Dann noch eine Frage, auch bei Instagram, hast du eigentlich schon eine Lederhose, beziehungsweise auch eine Lederhose vom SSV Jahren? Leider noch nicht. Mir wurde gesagt, dass wir die ja immer kriegen hier. Leider halt auch jetzt mit der ganzen Corona-Situation sind diese Feste ja ausgefallen. Deswegen haben wir dieses Jahr auch keine Lederhose gekriegt. Würde mich aber freuen, wenn ich diese dann auch mal noch kriege, ja. Dein Bruder ist Nico Elvedi, spielt bei Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, sogar dein Zwillingsbruder. Genau, ja. Wie oft tauscht ihr euch denn eigentlich aus? Wie kann man sich das vorstellen, euer Brüderverhältnis? Das ist eigentlich immer unterschiedlich. Aber ich hätte gesagt, so grundsätzlich immer, also mindestens immer einmal pro Woche, oft auch öfter. Und ja, wir telefonieren halt FaceTime oft oder dann zocken wir an der PlayStation zusammen und tauschen uns dabei aus. So, das sind ja so unsere Austauschmöglichkeiten, die wir haben.